Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Plays. Let's Play Spellforce The Order of Dawn. So, jetzt habe ich es endlich mal richtig ausgesprochen. Wir sind in der voraussichtlich letzten Etappe auf dem Weg zum Gipfel. Und ihr seht, hier erwartet uns noch einiges an Gegenwehr. Sie sind überall. Schmeißen wir mal einen Heal in die Runde. So. Den Ältesten kannst du schon mal verprügeln. Bevor die anderen mitmischen. Und los. Sofort. Warte mal, könntest du jetzt nicht theoretisch... Nee, anscheinend kriegen wir da keine raus. Schade. Ich hatte gehofft, noch ein paar weitere Minions zu bekommen. Also erster General der Eisernen und ein eiserner Hauptmann. Schnell. Sofort. Und los. So, ich gehe jetzt mal kurz einen Meter zurück. So, und der Hauptmann kriegt hier eins in die Fresse, der General kriegt hier eins in die Fresse. Meine Minions kriegen dann hier... komm, einmal zuschlagen bitte. So, geht doch. So, ein Gruppenheal. Oi, 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 jetzt habe ich aber eingesteckt hier. So, der Hauptmann braucht auch nochmal ein bisschen mehr Liebe. Weil irgendwie kriegt er noch... Der kriegt ja fast gar keinen Schaden, Junge. Der braucht aber ein bisschen göttlichen Zorn. Damit er mal richtig den Schädel verbedelt bekommt. So. Geht doch. Ach, da ist ja noch einer, Mensch. Und das ist leider kein One-Shot, Larry. Ein kleiner Stab der fünf Kreise bringt uns jetzt nicht so furchtbar viel, aber nehmen wir trotzdem natürlich gerne mit. Wir sollten erst hier oben lang marschieren, denke ich, weil nicht, dass die uns dann von oben beschießen. So, ich habe ein bisschen eingebüßt. Wir brauchen einen weiteren untoten Diener und ich hätte gerne einen weiteren Diener der Erde. Oder wo? Ach, nee, Moment, stopp, jetzt habe ich falsch geguckt. Jetzt haben wir drei Goblins. Ja, egal, nehmen wir halt drei Goblins. Komm, dann gönnen wir uns noch einen weiteren Diener der Erde. So, da kommt uns schon direkt ein bisschen was entgegen. Aber ich würde sagen, das sieht ja... Hey, warum kämpfst du nicht mit, du faule Sau? Na komm, mach mal hier so eine Steinwelle. Mit drei Goblins bist du jetzt aber ein bisschen sehr arm an Mana, wenn du deine Aura noch aktiv hast. Folgt mir. Aber nun gut, dann ist es einfach so. Sofort. So, Angriff. Gebt's ihnen dreckig. Viele Hände, schnelles Ende. Sehr gut. Ich frage mich, ob die losrennen, sobald ich hier unten bin. Deswegen bewegen wir uns mal ein bisschen koordinierter nach vorne. So, was haben wir da? Ach, hier ist noch ein Seelenfeld. Sehr schön. Ich war gerade kurz wegen des gelben Punktes auf der Karte irritiert. Gucken wir mal, ob die uns entgegenkommen. Mir nach. Und kriegst zumindest mal einen kleinen, einfachen Heal. Ja, da kommen sie nämlich schon. Vorwärts. Och nee, bleib. Warte mal. Ich zieh uns mal ein paar Meter zurück, weil wenn er uns von da oben die ganze Zeit einfriert, das ist nervig. Schnell. Ja, sehr gut. Jetzt kommt er nicht mehr ran. Dann ab dafür.
Ich denke, ein weiterer Diener der Erde schadet nicht. So, Klingenverteidiger, einmal auf die Schnauze kriegen, bitte. Komm, bevor du uns da oben jetzt... Ah, nee, warte mal, bleib hier bei ihm. Die anderen scheinen schon zu kommen, oder auch nicht. Dolle Wurst. So, und du gib uns doch einmal Berserk. Schließ die Reihe. Sie sind überall. Haltet durch, Männer. So, damit er uns da nicht jetzt die ganze Zeit von oben einfriert. Dann ein Gruppenheal ist durchaus angebracht, denn wir stecken gerade alle ein wenig was ein. Und da haben wir gar keine Goblins mehr? Sind sie tatsächlich alle weggeprügelt? Nee, der ist doch ein Goblin. Oder war das die Leiche? Ich weiß es nicht. Schauen wir gleich mal. Ja, wir haben tatsächlich. Ich glaube, wir haben keine Goblins mehr. So, zweiter Metallkeil. Nope, keine Goblins. Da kann sich sein Mana jetzt aber sowas von erholen. Aber ich würde sagen, wir schicken jetzt einfach mal. Jetzt ist die Musik weg. Ganz abrupt. Folgt mir. So, komm, ich hätte gerne noch einen weiteren Goblin. Weil die können nämlich auch Fernkampf, wie wir gesehen haben. Die casten nämlich. Und los. Und das wiederum gefällt mir sehr gut. So, wir erst einmal hier lang, weil hier die Sackgasse ist. Kämpft, Männer. Sofort. Ach komm, weißt du was? Der kriegt hier. Das reicht ja schon für den. Und der Rest kloppt auf den Vernichter. Sehr gut. Ich muss sagen, es läuft. Das finde ich wunderbar. Hoffen wir, dass es so bleibt. Machen wir eben noch hier die Butze platt. Und dann plündern wir natürlich noch die Kiste. Exekutor. 22 bis 30 Schaden, warte mal. Der hat zwar Feuerschlag, aber 12 ist... Ja, der hat... Also der andere, der hat deutlich mehr Schaden. Ach, er kann ihn sowieso nicht tragen. Gut, dann ist das Thema ohnehin hinfällig. Folgt mir. Vorwärts. Boah, der mit seinen Sturmkämpfern, ne? Zack, und er ist weg. Was auch immer dir das bringen soll, mein Lieber. Schnell. Sofort. So, endlich mal eine... Ein musikalisches Ende, was nicht so abrupt Schnell. Ist. Und los. So gebet es ihnen dreckig. Feindlicher Angriff. Du kriegst auch nochmal einen drauf. Sie sind überall. Ich glaube, ich fand das mit drei Goblins als potenziellen Fernkämpfern doch recht charmant. Also holen wir uns noch einen weiteren dazu. So, weiter geht die Butterfahrt. Eine nächste Ansammlung, was haben wir alles? Klingenläufer und Eisschleuderer und Eisweber, okay. Diese könnten uns ein wenig nerven. Sofort. Und los. Mir nach. Komm, wir müssen die einmal triggern. So, jetzt. Und jetzt alle zurück. Folgt mir. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Und geht's ihnen dreckig, komm. Wo ist einmal Buff für alle? Einmal ein Heal für alle. Und jetzt haut ihn aufs Maul. So, komm, du darfst gerne mitprügeln. Muss nicht deine Minions hier alles machen lassen. Auch wenn es schön ist, dass Minions einem helfen, aber ein bisschen Spaß wollen wir ja selber auch noch haben, ne?
So, wer ist jetzt der... Oh, ich hasse es immer bei so vielen Kadavern, dass man dann nicht weiß, von wem jetzt genau der Loot ist. Vorwärts! Ich hatte kurz überlegt, ob ich eine Aura anwerfen will, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich mir das Mana fürs etwaige Healen spare. Weil bei so vielen Minions bin ich sonst die ganze Zeit Mir nach. Und da habe ich natürlich kein Interesse dran. Erst recht nicht, wenn mal eine brenzlige Situation Schnell. Kommt. Mir nach. Einmal zurück. So, und Feuer frei. Verstärkt die Deckung. Mach mal durchhalten. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bringt, aber... Vorsicht, Gegner. Wahrscheinlich, dass du ein bisschen mehr Verteidigung kriegst. Ist ja nicht verkehrt. Ach, shit, ich habe gepennt, Leute. Oh, wie dumm. Oh, das war jetzt sowas von unnötig. Oh, ich hab voll gepennt, ey. Zu euren Dienst. Stehe bereit. Die Rune befiehlt. Verstärkt die Deckung. Zur Ehre, Arnir. Sie sind überall. Für die Rune. Stehe bereit. Okay, das kostet uns dann jetzt doch leider noch ein wenig Zeit. Ich habe nämlich gepennt, als ich den Balken gesehen habe. Da war es leider schon zu spät, weil ich habe nicht darauf geachtet, wem der Lebensbalken gehört. Schade, schade, Herr Nomade. Ja gut, mit dem Helden vorrennen ist immer eine denkbar schlechte Idee. Und toter Diener, du holst dir noch einen Diener der Erde. Dann schmeißt du deine Aura an. Auf mein Zeichen. Los. Und noch ein weiterer untoter Diener. Oder kommt er uns entgegen? Achso, ne, das ist nur so ein kleiner. Schnell. Schnell. Tja, schade, dass so ein Tod auch immer damit verbunden ist, dass wir sehr wenig Runenkraft im Nachgang haben. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Kann man eigentlich Gebäuden? Das habe ich noch nie probiert. Nee, geht nicht. Also Gebäude eine Zahl hier zufällig eine Gruppierung. Das ist augenscheinlich nur auf Einheiten beschränkt. Die Linien müssen halten. Und los. Mir nach. So, du bist jetzt auch wieder am Start. Wunderbar. Dann einmal bitte an die Front. Das kostet uns jetzt Gott sei Dank nur ein paar Minütchen. Aber es zeigt mal wieder, das Leben ist kein Face-Rolling. Zumindest nicht in dieser Mission. Ich frage mich, ob hier nochmal ein Tor sein wird. Oder, nee, wahrscheinlich geht es hier hinten lang und da steht dann irgendwo der Seelenschmied Larry. Folgt mir. Und wir machen mal direkt den Sammelpunkt hier oben hin. So, Gott sei Dank, wir sind schon sehr nah dran. Außer unser Schütze, der steht noch ein bisschen hinten. Aber der wird schon aufholen, spätestens wenn wir uns dann im nächsten Kampf festbeißen. Dann dürfte das Ganze passen. Vorwärts. Im Übrigen, ich glaube, ich werde diese Folge, also jetzt die Mission, werde ich jetzt in einem Rutsch durchspielen und dann im Nachgang cutten. Also das heißt, nicht wundern, falls ich nicht abmoderiere. Und los. Weil ich werde halt, es wird nicht mehr so viel sein, was wir hier vor der Brust haben. Viel Karte ist ja nicht mehr da und ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt noch in den nächsten 15 Minuten schaffe. Oder ob ich länger brauche. Und wenn ich länger brauche, dann mache ich entsprechend einen Cut, sodass die einzelnen Folgen ein bisschen kürzer als die 30 Minuten sind. Also je nachdem, wie es halt passt. Ihr werdet das schon sehen. Verstärkt die Deckung! Schließt
So, und bevor man mir wieder mit Schmackes den Schädel verwedelt, weil wieder alle meinen, auf mich hauen zu müssen. Ach, das ist wieder so ein Sturmkämpfer. Den habe ich übersehen. Und ich wundere mich schon, warum ich so brutalst viel Schaden kriege. So, beide Goblins und beide Diener der Erde stehen noch. Das ist gut. Und wir haben auch einigermaßen viel Leben. Das heißt, wir müssen uns noch nicht mal um einen Heal kümmern. Untote Diener Stufe 9. Aura der Streiter Stufe 10. Haben wir denn diese Aura der Streiter? Auf welcher Stufe? Stufe 10 haben wir schon. Toll, das bringt uns doch nicht mal was. Yay! So ein Schnitter. Lies die Reihen. Sie sind überall. Direkt einmal zersetzt. Boah, ey, komm, du haust. Also, du hältst relativ viel aus. Deswegen machen wir mal einen göttlichen Zorn, weil der rasiert ja so ziemlich alles, was sich hier an Eisernen uns in den Weg stellt. Folgt mir. So, kurz triggern, dass er kommt. Folgt mir. Und zurück. So, göttlicher Zorn kommt auch noch dazu. So, da der immer direkt auf uns rennt. Du gönnst uns einmal ein bisschen Berserk und du gönnst uns einmal, wir gönnst dir einmal ein bisschen durchhalten und du haust ein paar Steine raus und ich werde die Gruppe heilen. Schwing! So hat jeder seine Aufgaben. So, der Todesbote, der kriegt auch mal ein bisschen göttliche Gerechtigkeit ins Gesicht geschleudert. Mist, da habe ich jetzt gepennt. Da war der hier ein bisschen zu langsam. So. Von wegen Todesbote. Wo war unser Heldenmonument? Da. Kämpft, Männer! Das Ärgerliche ist halt... Oh, jetzt habe ich ja kurz mal wieder gepennt. Und unser Runenkrieger hat ein bisschen auf die Mütze bekommen. Das ist nicht gut. So, ich würde aber vorschlagen, wir warten jetzt auf unseren... Larry. Weil wir bräuchten hier definitiv jeden. Und vor allem die Goblins auch. Warte mal, ich habe nur noch einen Erdendiener. Das ist schlecht, da brauche ich einen zweiten. Oder ich hätte gerne einen zweiten. Na komm, du holst schon mal den ersten Goblin herbei. Und schmeißt auch schon mal deine Aura an. Alles klar. Und jetzt kommst du hier hoch. Na, wobei, hol den zweiten Goblin schon mal. Auf dem Weg. Und ab dafür. Wir warten kurz, weil wie gesagt, wir brauchen echt jeden. Allein schon die Goblins als Vorstopper sind großartig. Wir könnten uns aber mal, da du ja keine Aura hast und nicht permanent Mana verlierst, könnten wir uns einfach mal einen dritten Diener der Erde dazu holen. Fände ich alles andere als verkehrt. Und unser Schütze regelt. Peng! Die Rune befiehlt. Ach, guck mal, jetzt kommt er hier noch dazu. So, komm, weil das wieder Ewigkeiten sonst dauert, kriegst du ein bisschen göttliche Gerechtigkeit ins Gesicht und schon war's das. Ein Heal für dich. Hast dich ihm tapfer in den Weg gestellt, lieber Erdelementar. Und los. In die Schlacht. Jetzt hab ich gepennt, denn ich hätte ihn eigentlich gar nicht vorschicken müssen. So, was haben wir denn hier? Oh, ganz viele Eisschleuderer, das ist nicht gut. Und irgendwo hinten spawnen wieder... Ach, hier wird ein Gebäude stehen. Mir nach. So, wir warten noch auf unseren Suppenkasper hier. Du geh mal einen Meter nach hinten. Lass ruhig die anderen mal vorne stehen. Zack, und er ist weg. Und auf die Mütze. Das ging zugegebenermaßen ziemlich schnell.
So, und ich habe die Hoffnung, dass wenn der nächste kommt, vielleicht, sobald er den Schuss kriegt, hier noch ein paar weitere runterkommen. Ah, jetzt bist du da hinten stehen geblieben, super. Nope, es reicht nicht. Da hättest du weiter unten stehen müssen. Wir gönnen uns noch einen vierten Elementar. Zu euren Diensten. Alles klar. Und ich möchte auch noch einen dritten Goblin haben. Okay, es reicht leider nicht dafür, dass wir einen Angriff von da oben triggern. Stehe bereit. Verstanden. Vielleicht ja, wenn wir von hier aus schießen. Weil ich würde die gerne ein bisschen zerstreuen. Yes, das sieht gut aus. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. So, direkt einmal ein Heal für die Gruppe. Oh nee, dass du vorrennst, ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Geh mal raus hier. Komm, und dann kriegt nochmal göttliche Gerechtigkeit ins Gesicht. Und wir brauchen definitiv noch ein paar Heals. So, der Kommandant ist down. Sehr gut. Jetzt habe ich mal, Leute, einfach vergessen, mit ihm hier eine Steinwelle zu casten. Aber das können wir ja noch alles nachholen, ne? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Du kriegst noch mal ein bisschen göttliche Gerechtigkeit ab. So, das lief doch ziemlich gut. Folgt mir. Sofort. Drei Elementare und ein Sofort. Goblin haben sogar überlebt. Für die Freiheit. Oh Gott, warum rennst du denn jetzt wieder nach vorne? Sie sind überall. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Holen wir uns nochmal einen weiteren Erdelementar dazu. Vorsicht, Gegner! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Oh, schnell der Sturmkämpfer. Der haut nämlich immer übelst rein. Einmal eine Segnung. Zack. Das ist ein Hinterhalt. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Sie sind überall! Ich glaube, ich brauche mehr Elementare. Feindlicher Angriff! Ohne durch, Männer! Hallo, ihn hier hauen! Was ist denn mit dir? Ey, da gebe ich dir den Befehl und der macht, der greift einfach wen anders an. Was soll sowas? So, Gruppenheal. Dann darf er auch einmal feierlich zersetzt werden. Und danach müssen wir uns mal schnell um den Spawnpunkt da kümmern. So, jetzt aber ab dafür. So, dritter Metallkeil. Was haben wir hier noch? Eine Chaos-Axt, zweihändig. Das Pfand der Götter. Aha. Rubinring des Pantheons. Uiuiui. Ui, ui. Lederkappe des Glaubens. Warte mal, was haben wir hier denn als Kopfbedeckung? Ich glaube, die Lederkappe ist tatsächlich besser, oder? Warte mal. 5 Int, 10 Weisheit, 10 Charisma. Ja. So, Weisheit plus 13. Na, hier finde ich das wegen des Widerstandes eigentlich sehr nett. War das Pfand der Götter nicht eigentlich Teil von Amra und Lea? Nee. Egal. So, ganz wichtig, ihr Lieben, erstmal speichern. So, kurz gezählt, wir haben 2 Goblins, 3 Elementare. Elementar können wir auf jeden Fall noch einnehmen. Bei den Goblins würde ich mich jetzt tatsächlich doch auf 2 beschränken, weil wir ja gesehen haben, dass uns dann recht schnell das Mana ausgeht und die dann alle sterben. Dann macht es ja wiederum keinen Sinn, ne? Sofort. Mir nach.
Okay, die Aura kriegen alle schon mal. So, wir setzen die drei Keile ein. Und auf ist die Tür. Haltet durch, schlagt sie zurück. Schließt die Reihe. So, warte mal, unser Magier geht mal bitte nach hinten. Der andere auch bitte. Machen wir einmal die Steinwelle. So, und du, geh da mal zurück. Genau, lass schön die Goblins das machen. Und unser Nahkämpfer hier. Hau schön eine Steinwelle nach der anderen raus, sofern dein Mana dafür reicht. Und genau darum scheint es jetzt gerade zu scheitern. Oh, komm, mach du mal Platz. Man kann nämlich unser Kämpfer hier rein, der ein bisschen mehr Schaden macht als du. Genauso wie du eigentlich auch mal da weg solltest. Komm, wir gönnen uns mal einen Heal. Wir müssen ja nicht unnötig hier sämtliche Goblins und Elementare opfern. Und da du sonst nichts zu tun hast, hau doch mal ein bisschen göttliche Gerechtigkeit raus. Ich weiß, der Zauber ist göttlicher Zorn, aber göttliche Gerechtigkeit klingt ein bisschen epischer. In meinen Ohren zumindest. So, wie schaut's aus? Haben wir noch Diener? Ein Erdelementar ist noch da, gut. Dann einmal neue Diener beschwören. Sofort. Zwar ein Frostbringer, ein Prinzeps. Uiuiui, das sind recht dicke Autos. Wollen wir einen kurzen Moment warten und etwas Mana regenerieren? Okay, beziehungsweise du darfst das erstmal raushauen. Genauso wie du. Und ich würde sagen, dann lass uns mal los. Vorwärts. So, und Feuer frei. Der Frostbringer kriegt direkt ein bisschen Gotteskraft ab. Oh, 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 shit, 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 shit. Der ist böse, der ist sehr, sehr böse. So, Gott sei Dank, der Frostbringer ist platt. Sofort. Schnell. Bleibt die Frage, was hat uns das jetzt gekostet unterm Strich? Schließt die Reihen. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Okay, noch sehr viele einzelne Larrys. Und wer ist hier? Der Seelenschmied. Ja, guck mal, schau. Wir nähern uns doch hier dem Ende so langsam. So, ich glaube, Erdelementare sind alle platt gegangen. Für das Licht. Verstanden. So, schmeißt ihn euch einmal entgegen. Weil du darfst hier das Gebäude weiter bearbeiten. So, wir haben zwei Goblins, sehe ich richtig aktuell, ne? Aber noch nicht genug Erdelementare. Da haben wir, glaube ich, nur einen. Das geht natürlich gar nicht. Sofort. Und los. So, ein dritter Erdelementar darf es sein. Ich frage mich, ach, das ist eine Kiste. Ich wollte schon sagen, ich frage mich, was da noch alles ist. Wir speichern auf jeden Fall mal, falls wir jetzt den Seelenschmieder irgendwie triggern. Sofort. Kämpft, Männer. Und ins Gesicht. Sofort. Ich habe ein bisschen Bammel vor diesen dunklen Kristallen. Oh, drei Eisweber natürlich, damit er uns schön festfriert. Folgt mir. Also wir rennen erstmal vorbei zur Kiste. Vielleicht ist da ja noch irgendetwas drin, was uns in irgendeiner Form helfen kann. Sofort. Ich könnte auch mal gucken, ob unser Schütze überhaupt die beste Armbrust hat. 10 bis 13. Das sieht mir jetzt nicht nach dem Ultimate aus. 8 bis 12. 10, nee, es ist tatsächlich Ultimate, weil er mehr nicht tragen kann.
Schnell. Auch wenn ich 14 bis 20 deutlich besser fände. Ach, guck an, ein Heldenmonument ist hier. Das hilft uns in der Tat, falls jetzt im Kampf mal Meisterklinge des Meisters. Oh, Schwarzklinge des Kriegsklaus. 26 bis 36. Bitte lass das irgendwen tragen können von meinen Minions. Natürlich nicht. Keins von beiden. Schade. Schnell. So, erstmal das Monument geholt. Mir nach. Speichern. Und dann schmeißen wir uns mal dem Seelenschmied entgegen. Der dürfte ziemlich heftig werden, der Kampf. Wie gesagt, ich habe auch noch keinen Plan, was das mit diesen dunklen Kristallen auf sich hat. Wenn das Geschütztürme sind oder so, dann könnte es allgemein sehr, sehr schmerzhaft werden. So, ich würde sagen, ihr beiden solltet vorrennen, weil ihr, glaube ich, die mit der dicksten Rüstung seid. So, du kriegst jetzt erstmal bisschen Holy Power ins Gesicht. Widerstehst natürlich, du Sack. Wir versuchen es nochmal, auch mit Zersetzen. Nee, der widersteht. Ich glaube, das wird. Die Türme heilen den! Du blöder Sack! Haltet durch, Männer! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! So, haut hier mal alle drauf. Die Minions können ja ihn ein bisschen bearbeiten. Du hol nochmal einen Untoten, einen Untoten Minion ran. Und du nochmal ein Erdelementar. So, jetzt versuch's mal weiter, Punk. Und, ach, Mist, der stand da hinten. Super. Der ist da nicht rangerannt, weil da noch andere weg sind. Ach, der Lümmel! Ich glaube dir wohl! Schlag sie zurück! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung. Renn einmal weg, du bist ein Fernkämpfer. Du musst ja nicht direkt dran stehen. Schließ die Reihen. Ohne Befehl. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Und du hol nochmal einen Goblin ran. Schließ die Reihen. Die Rune ruft. So, werter Seelenschmied. Dann tu mir doch mal den Gefallen und fall jetzt einfach mal tot um. Ey! Was soll das denn? Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung. Ist der hier unkaputtbar oder was? Und wird der immer größer oder meine ich das nur? Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Ich mach die Aura mal aus und beschwör dafür lieber noch ein paar Goblins zusätzlich. Jetzt holt er auch noch Schrecken hier mit dazu. Sag mal, geht's noch? Sie sind überall. Schlagt sie zurück. Na endlich. Jetzt ist er fast platt, aber eben nur fast. Schließt die Reihen. Mein Gott, schwere Geburt, ihr Lieben. Sehr schwere Geburt. Aber siehe da, das Tor öffnet sich. Ach, und jetzt rennen wir alleine vor. Muss das sein? Ich würde lieber meine Helden mitnehmen. Roan, ihr. Aber Plot-Twist. Erstaunt mich zu sehen, Ruhenkrieger. Mir scheint, ich habe euch unterschätzt. Ihr seid weit gekommen. Zu weit. Das kann nicht sein. Wie ich sehe, habt ihr meinen Diener vernichtet. Er hätte mir in dem Bevorstehenden als Waffe zur Seite stehen sollen. Ich gebe zu, eine solche Wendung der Ereignisse hatte ich nicht vorhergesehen. Doch den Lauf des Schicksals werdet ihr dadurch auch nicht mehr ändern. Es ist zu spät. Wenn ich durch dieses Tor trete, ist die Konvokation noch nicht geschehen. Ich reise zurück in die Zeit vor dem Krieg. Und diesmal werde ich ihn für mich entscheiden.
Dieses Buch gibt mir die Macht, die Konvokation zu verstehen. Es wird mir all ihre Geheimnisse enthüllen. Damit gebührt mir der Preis. Mir allein. Lebt wohl, Runenkrieger. Oder besser, sterbt wohl. In wenigen Augenblicken seid ihr nur noch eine blasse Erinnerung an eine Zukunft, die nie existiert hat. Ihr habt mir wahrlich gut gedient. Ich muss ihn aufhalten. Er weiß nicht, was er tut. Ich war ein Narr. Tja, ihr Lieben, das war's. Wir sind durch. Das in meinen Augen wenig aufschlussreiche Ende einer sehr, sehr langen Reise. Aber wahrscheinlich war es einfach nur ein Spoiler für die Kampagnen, die hier noch kommen. Ob und wann ich die mache, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war's, ihr Lieben. Ja, abgesehen von den durchaus nervigen, lauten Musikelementen, wenn die mal eingespielt wurden, muss ich sagen, hat mir das Projekt auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. War schön, mal wieder das Ganze zu durchleben. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Es hat euch unterhalten. Es hat euch gemundet und ihr fandet mich nicht allzu schrecklich, weil ich erst sehr spät gerafft habe, wie man Gebäude dreht, nachdem es mir gesagt wurde. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und schaut auch gerne mal in meine anderen Projekte. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.